In der sechsten Klasse beginnt man damit, den Prozentsatz zu berechnen. Was es damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir hier mit zwei Beispielen. So, wie viel sind denn 720 Euro von 800 Euro? Da soll der Prozentsatz berechnet werden. Hier schon mal die Formel, mit der man an die ganze Sache rangeht. P ist gleich W durch G. Prozentzahl ist gleich Prozentwert durch Grundwert. Das machen wir mal hierfür. Also P ist gleich W, das ist der Prozentwert, also der Anteil, 720 Euro. Und von insgesamt, also vom Grundwert, 800 Euro. 800 Euro. Also 720 durch 800 mal ausrechnen. 720 durch 800 ist 0,9. 0,9 Euro kürzt sich raus. Das heißt, die Prozentzahl ist 0,9. Wir wollen allerdings den Prozentsatz haben. Also hier ist ja kein Prozentzeichen dahinter. Und das wollen wir haben mit dem Prozentsatz. Und das funktioniert folgendermaßen. Der Prozentsatz, das ist dann P%. Und um den auszurechnen, müssen wir diese Zahl mit 100 multiplizieren. 0,9. 0,9 mal 10 wäre 9 und mal 100 ist dann 90. Und zwar jetzt Prozent. Das heißt, der Prozentsatz ist 90%. Machen wir vielleicht noch ein Beispiel. 35 Kilogramm von 60 Kilogramm. Also P ist gleich der Anteil erst einmal, also der Prozentwert, 35 Kilogramm geteilt durch alles, also den Grundwert 60 Kilogramm ist gleich 35 durch 60. 35 durch 60 ist 0,588 Periode 3. Die Kilogramm kürzen sich raus, also die Prozentzahl ist 0,58 und dann unendlich viele Dreier. Wir wollen allerdings nicht die Prozentzahl haben, sondern den Prozentsatz. Also P% ist gleich, müssen wir diese Zahl hier mit 100 multiplizieren. Mit 100 multiplizieren bedeutet, das Komma rückt um zwei Stellen nach rechts. Also haben wir 58, Periode 3 und jetzt Prozent. Die Zahl hier mit 100 multiplizieren und das Prozentzeichen dahinter schreiben. Das heißt, der Prozentsatz wäre 58,3 unendlich viele 3%. Das hier waren jetzt mal einfache Aufgaben, um den Prozentsatz auszurechnen. Wenn dich das Thema Prozentrechnung noch mehr interessiert, dann schau doch mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathehilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.